Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dick, hässlich, verzweifelt, du suchst den Mann deines Lebens, dann melde dich im Channel nebenan, hier ist kein Platz für dich. Damit hi an euch und so. Hier ist ein weiteres Commentary. In unserem Fall mit einem Endscore, nicht Endstreak, Epic Fail, Endscore von 96 zu 29. Ja, dass ich versucht habe, das irgendwie zu editen, naja, hat mehr oder weniger gefällt. Ich wollte es jetzt erst mit einem labbrigen, however, um das Movie Maker machen. Aber das, ja, hat sowas von, Moment. Das hat sowas von gar nicht geklappt, weil da ist dann jedes Mal abgespackt. Und deswegen muss ich es wohl zukünftig immer fortmachen, oder ich hole mal Sony Vegas und spare halt drauf. Ja. Mein Equipment seht ihr am Anfang. Falls ihr es nicht gesehen habt und ihr müsst mich zurückspulen, ich sage es jetzt nämlich nochmal. ACR Gold, Schalldämpfer mit erweitertem Magazin, Wurfmesser, Rauchgranate und was habe ich sekundär eigentlich? Würde ich gern wissen. Ich glaube, ich benutze die eh nicht, was ich auch immer sekundär habe. Ich denke, ich habe ein Stinger, ich weiß es nicht. Streaks und Payflow, Juggernaut und Dings. Wie heißt's? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Osprey Gunner. Ich bin ja so vergesslich. Ja. Naja, das ist so viel zum Gameplay. Freunde waren auch keine da. So, und jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, Noobs. Was ist denn für euch alles Noobie? Falls ihr es überhaupt zuseht, ja. Wenn es nur einer ist, dann was ist für dich eben Noobie? Kein Plan. Falls ich, wenn ich, however, später mal Fame bin und so, dann will ich es halt wissen. Ja. Wenigstens keine Dings, keine Renderfails wie beim letzten Commentary mit dem fast Double Mo abgemacht. Oder doch? Na, sehen wir jetzt gleich. Das habe ich gerade eben frisch gerendert, nachdem ich es viermal versucht habe, aber dann jedes Mal abgespackt ist, wo ich dann editen wollte, habe ich es eben sofort nochmal geeditet und so. Ja. Wo war ich gerade? Ja, genau, Noobs. Es ist schon scheiße, wenn du da so jetzt irgendwo vorbeiläufst und dann ist also so ein mega Hardscoper. Man sieht den zwar gut, aber bist man. Ja. Wenn du nicht selber gerade ein Hardscoper bist, dann siehst du den ja nicht. Und wenn du gerade nicht unbedingt einen Aimbot hast, dann wirst du den auch nicht schnell genug killen, weil der wartet, bis du da bist und schießt du dich ab. Du hast keine Chance. Wenn der gutes Aim hat einigermaßen und dich nur one-shotten kann, dann bist du tot. Die bekommt zwar nie eine gute KD hin oder so, aber ja, nerven einfach die guten Leute. Das regt schon auf. Vor allem jetzt gestern Abend. Sie ist so aufgeregt, so gleich mal drei Sprayer so mit MK und mit Ersatz so halt ACOG drauf und dann einfach so Maus wie so ein Gestörter draufgeklickt, als ob sie schon fast so ein. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Controller, wo man dann Dings gedrückt hält und dann schießt es immer wieder und immer wieder. Extra für solche Noob-Waffen gemacht. Das sind keine Noob-Waffen. Es ist halt nur Noobie, wenn man damit sprayt. Ja. Selber auch dann so zwei oder drei Hardscoper auch. Und einer von den letzten zwei hat dann auch noch gedingst, wie, aua. Hat dann auch noch ge. Na. Geh fuck im Boot und so. Cancer. Ich frag mich, ob man im Englischen überhaupt Cancer schreien kann oder noch nicht. Krebs schreit. Warum seht ihr im Chat? Ja. Oh. Nächstes Thema ist, dass wir es nicht kennen. Ja, worüber soll ich denn jetzt reden? Ja, warum ich jetzt nicht zum Beispiel auf Xbox oder so zock? Erstens, ich habe keine. Das Einzige, was ich jetzt noch COD zocken könnte, wäre eine Wii U. Und dafür gibt's nur Black Ops 2. Wäre eigentlich ganz nett. Ich habe ja schließlich schon die Wii U, aber ich habe halt so ein Stickband beim Aim. Mit der Maus bin ich so, ja, nicht so. Ja, es klingt halt, ja, Selbstlob stinkt, aber ich bin halt gut einigermaßen mit der Maus. Jetzt der Osprey geht ab. Hätte ich ihn eigentlich noch im Leben geused, als ich ihn bekommen hätte, hätte ich bestimmt noch einen weiteren Payflow bekommen. Aber egal.
Boah, ich hab Hunger. Ja, und deswegen zocke ich halt auf dem PC und so. Deswegen kann ich auch jetzt nicht so viele gute Videos machen, weil fast jedes, das heißt fast jedes, ich übertreibe voll. Kaum Hacker kommen. Ja, Noobs sind oft da, aber es ist halt auch schwerer, weil auch die Gegner besseres Aim haben mit der Maus. Wenn jetzt du guckst mit dem Controller so, also mit Sticks, also ja, wisst was ich meine? Da bis die sich mal umdrehen, wenn du von hinten kommst, dann okay. Wenn du beim PC, dann ja, wenn die gut sind, dann schaffen sie locker 180. Da hast du nämlich keine relative Wartezeit, bis du deinen Stick so lang gedrückt hältst. Aber beim Dings da, beim PC da, drehst du die Maus so und so, kannst ja Empfindlichkeit einstellen und ja. Dann seid ihr im Rektum. Was ich blöd finde, Dings, dass ich hier gerade im W3 habe und so, und jetzt weiß ich halt erst so, das habe ich eigentlich noch gar nicht bemerkt, aber wenn man das denn jetzt mal die Maps und die Dings mit anderen CODs vergleicht, jetzt zum Beispiel, ja, die Maps. Bei MW2 konnte ich noch so gut wie auf alles draufklettern, du kannst auch oft runter und so. Und jetzt hier bei MW3, nee, das meiste ist ja geblockt, wenn du irgendwo rauf willst. Was ich scheiße finde. Zum Beispiel hier jetzt auf, bitte, bitte. Das ist nicht Downturn, oder ist es Downturn? Scheiße, wie peinlich. Ich kenne den Map-Namen nicht. Ich sag einfach, es ist Downturn. Und ja, da die Statue, da ist, wäre richtig cool, wenn du da drauf könntest. Ja, auf manche Sachen kannst du drauf. Du kannst zum Beispiel nicht auf den LKW da, auf das Haus kannst du, auf das kannst du. Du kannst nicht auf das Dach, du kannst nicht auf die Laterne. So, dass du keine Hände hast. Du springst und kletterst nur mit deinen Beinen. Auch so bei Leitern. Da ist die Superleiter-Animation. Also auf so First Person. Wenn jetzt jemand anders beim Leiterklettern siehst, ja. Jetzt ist hier ein bisschen langweilig, weil wegen und so. Seht ihr ja gleich. Weil ich muss zurück. Ich hab's da zurückspulen müssen. Ich hab ja unbedingt den Zeitlupe machen wollen. Ich sollte mir aber, also wenn ich Sony Vegas bis ich das habe, werde ich versuchen, mir in der Vault jetzt meine nicht Todesarten, Todesdingses, mal jeden Zeitpunkt, wenn ich einen Kill mache, einfach so aufschreiben und so. Und dann gucke ich halt, ah, jetzt ist gleich der Zeitpunkt. Sonst mache ich langsamer. Und bis dahin mache ich wieder schneller. Hier sehe ich. Seht ihr drei Bullseyes auf einmal? Ob ich so ein Idiot bin. Spule ich dann vierfach vor und so weiter und so fort. Oh, hoffentlich tue ich das überhaupt an der richtigen Stelle hinzufügen. Das wäre schon peinlich, wenn nicht. Wann habe ich denn losgesprochen? Naja, egal. Ich wollte ja eh nicht mehr zum Gameplay labern. Gerade wegen dem, weil ich es ja immer nicht zeitgerecht dingsen kann, weil wenn ich auf dem Movie Maker versuche, das aufzunehmen, das klingt einfach nicht so gut wie mit Outer City. Hier wird mir durch die Beine geschossen. Ja. Ach ja, und was ich dann noch sagen wollte, die Spawns. Jetzt zum Beispiel, wenn du spawnst, hast du entweder Pech, dass du als Letzter auf deinem Spawn spawnst und schon da die ganzen Gegner da sind. Und dein Spawn halt noch nicht gescheit geblockt wurde. Wenn du jetzt als einziger mal zum Gegner-Spawn vorrückst, nee, dann ist er nicht mehr da, der Spawn ist geblockt. Der ist dann direkt hinter dir, dass du dich so schön abfacken kannst. Es hat keinen anderen Grund, dass er auf einmal hinter dir ist. Hauptsache, du fuckst dich ab hier. Das geht so nicht weiter, Kerle. Wallex. Oh, schon wieder zum Gameplay gelabert, ups. Ja. Und die ACR ist eigentlich die viel besser als die MP7, aber ja. Das merkt halt so niemand. Es gibt so viele wie die wir. Versprechen vor dem Wind. Nein, das will ich nicht klauen. Ja, die halt so viele wegen der MP7 Flame und dann so ACR benutzen, so mit Rotpunkt-Schalldämpfer oder so. Die hat genauso wenig Rückstoß, die killt genauso schnell. Ja. Aber es gibt halt auch wirklich overpowerte Waffen, jetzt zum Beispiel irgendwelche Akimbos oder die Sprayer-Waffen oder. Die sind nicht overpowered, die sind einfach nur von Noobs benutzt, das ist alles. Oh nein, ich camper. Falls es jetzt Zeit. Timing ist, ich habe schon wieder zum Gameplay gehabt, aber ich will das nicht.
Warum tue ich das? Ich verletze mich. Ja, okay. Auch wenn so pussymäßig rumzuheulen. Was ich auch blöd finde, die Streaks bekomme ich dann nicht mehr. Ja, eine Frage. Wegen Granaten. Ich habe sowas von keinen Plan, wie man jetzt Semtex oder so benutzt, oder? Ich kann da eigentlich nur mit Wurfmessern rumhantieren und so während ich nachlade, so werfe ich halt einfach mal so jemanden zwischen die Beine oder so. Wenn ich gerade nicht nachlade und ja, vor allem jetzt hier Extended Max, ich habe ja ACR weitste Magazine. Da lade ich ja nur nach, wenn da wirklich keine Gegner da sind. Aua. Sonst kann ich ja knifen. Dann denke ich mir halt, ja okay, dann nehme ich halt Granaten. Ich weiß nie, ja, wann soll ich Granaten benutzen, wie soll ich Granaten benutzen, wo soll ich Granaten benutzen, ich kann auch gar nicht die Wurfweite einschätzen. Ich habe bis dahin nur mit C4 gearbeitet und das halt nur deswegen, weil wegen als Minenersatz. Da bist du halt nicht auf Dings, also du schmeißt da einfach C4 hin und ein Portable Radar, wenn du siehst, dass da einer kommt, dann aktivierst du es, weil es könnte ja sein, dass es Stalker Pro hat oder Sitra Pro. Po. Ja, Po, auf jeden Fall Po. Sitrep Pro und dann ja. Was heißt Pro? Es muss nicht mal doch Stalker Pro muss sein. Sitrep, however, Pro muss ja sein. Muss eben nicht sein. Ach, verdammt, das ist eigentlich eh illegal, eh egal. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den Shitmarker bekommen habe. So ähnlich wie bei der Waschmaschine da. Aber leider nicht so wie beim Schnee. Wenn ihr mein fast Double Moab seht, wisst, fast Double Moab Video seht, wisst ihr, wovon ich spreche? Aua. Meine Frage, sind UMPs overpowered? Ich finde ja, die haben alle so gut wie gar keinen Rückstoß. Weniger Rückstoß als die MK, welche ja schon keinen hat. Also geht die eigentlich nach unten. Man Witz. Die P90 geht nach unten. Ja, P90 flammt auch keiner. Obwohl die noch tausendmal besser ist als alle Waffen, die es hier gibt, glaube ich. Und halt auf die Distanz nicht allzu gut. Die Distanz ist zum ACR und MP7 besser. Und deswegen macht auch Snipen keinen Spaß mehr wegen den Maps. Du hast nirgendwo einen Spot, wo du schnell mal rausspringen kannst und dann wieder reinspringen kannst. So wie bei jetzt W2 oder so. Da gibt's überall so Steine oder was weiß ich. Du kannst schnell dahinter, kannst da hochklettern, raufspringen, schießen. Weiter nach hinten, wahrscheinlich noch Granate zum Abschied hinschmeißen. Oh, ein Fail. Und ja. Du kannst mal schnell abhauen. Ich zum Beispiel verwende jetzt immer Rauchgranaten zum Abhauen. Nicht, weil die Rauchgranaten jetzt irgendwie. Das hat nichts mit Rauchen zu tun. Das ist nur deswegen, weil, ja. Stellt euch vor, da sind so jetzt zwei Gänge. Ein Gang säubert ihr, ihr seht so aus dem zweiten Gang, ihr blutet schon noch jetzt den ganzen Spawn kommen. Schmeißt eine Rauchgranate hin, wenn es geht auch noch eine Granate und dann ja, weg hier. Weil wer 7 auf 1, 7 gegen 1 schafft, der muss wirklich sehr gut sein oder einfach nur ein Hardscoper. Ja, in 3 Minuten endet es auch. Nein, es endet nicht in 3 Minuten, es endet in 13:30 von Scheiß Windows Media Player zeigt dir zeitlich an, wie lang es noch geht. Wieso singe ich jetzt? Auf jeden Fall, ja. Hier war jetzt ein. Ach nee, ich bin ja auch gespawnt. Wann ist es eigentlich Spawn Killing? Oder Reverse Spawn Killing? Also, wenn jetzt zum Beispiel einer spawnt und dich dann killt. Wie lang muss er. Ich will das doch gar nicht wissen. Also, wieso frage ich das überhaupt? Was ist mit mir los? Was ist da los? Es ist schon wieder was gestohlen. Aua. Was ich auch blöd finde, ist, dass MW3 jetzt einfach so ist, dass jetzt, ja, es ist einfach auch für schlechtere Spiele, dass es ausgeglichen wird. Zum Beispiel jetzt die, okay, Headshots sind immer so, aber ich reg mich halt immer auf, wenn mich irgendjemand anheadshottet. Und ja, da hast du kaum noch eine Chance. Ich zum Beispiel, ich ziehe jetzt immer so auf die Titten so, da, wo das Herz ist und so. Und ich einfach, ja, auf dem Kopf, da Rückstoß ist halt immer recht schwer einzuberechnen mit einem Rückstoß und so. Da schon Aim-Fail einmal und dann ja, triffst du gar nicht mehr. Und jetzt auf der Brust da. Wenn du gut adäquat Rückstoß hast, geht's auch auf den Kopf manchmal. Aber da regt sich einfach nur so auf, wenn du jetzt so zum Beispiel einen Headshot abbekommst und dann. Oh nee. Ich habe so gutes Aim, der zittert so wie,
wie die meisten Leute jetzt, die ihren Desktop aufnehmen und dann immer so mit der Maus hin und her gehen, so zittert der und dann, oh, fuckst dich so ab, oder? Du campst so gerade, einer kommt von unten. Also nicht campen, du wartest halt so 3 Sekunden rein, zufällig kommt halt einer. Ja, okay, ich sag dann noch campen, scheiße, das ist schon vorbei. Und dann, ja, du triffst immer und der trifft dich einmal auf den Kopf und du bist tot. Was willst du dann machen? Oh ja, gestraight. Ja, das ist so viel zum Gameplay und bye Leute, wir sehen uns.